Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier sind wir im überhaupt nicht langen Gang stehen geblieben und hatten beim letzten Mal Steine gesammelt. Genau. Unser Ziel war es hier noch ein bisschen Steine aus unserer Steinmine rauszuprügeln. Ist jetzt nie wirklich nur eine Steinmine, weil Mineralien findet man hier so gut wie gar nicht. Jetzt mittlerweile ist es eine Tropfsteinmine, also weil hier Wasser aus dem... Es scheint über uns eine Wasserquelle zu geben. Aha. Die versprochene Wasserquelle aus der letzten Folge. Ja, die mysteriöse. Wir haben sie ja nur gehört. Wir haben sie ja nicht gesehen. Jetzt haben wir sie auch in Teilen gesehen. Und können uns in etwa denken, wo sie ist. War plätscherndes Wasser. Plätscherndes Wasser plätschert rum. Rum Plätscherwasser. Oh. Hier gibt's doch... Oi. Stimme, was ist da los? Hier gibt's doch Mineralien. Ist ja der Wahnsinn. Nehmen wir natürlich mit. Hallo? Eingesteckt. Ja. Ein bisschen mit Dreck ausgefüllt und da passt es. Die ganze schon hier. Schon. So. Schon schön. Oh, Kohle. Kohle ist auch nicht schlecht. Ja, können wir auch mal wieder gebrauchen. Und noch mehr Eisen. Oh. Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier in die Lucky Area. Ja. So, dann haben wir auch mal ein bisschen mit der guten Spitzhacke abbauen. Die Glücksspitzhacke, damit wir hier mehr Kohle rauskriegen. Funktioniert ja leider beim Eisen nicht. Daher bauen wir das auch immer so sporadisch, wie wir gerade Lust haben, ab. Hallo? Wohnt da wer? Egal. So. Jawohl, so ein bisschen Höhle erkunden können wir eigentlich auch mal wieder, ne? Ach, was soll's, komm. Wir gucken uns mal die Höhle an. Aha. Ja. Hallo, viel Eisen hier. Ich darf vorher mal ein bisschen ausgeleuchtet haben. Weil sicher ist sicher. So. Und Eisen kann man eigentlich auch wieder gut gebrauchen. Hat man auch jetzt eine ganze Weile nichts mehr von gehört, vom Eisen. Eisen, du besuchst mich nie. Was soll denn das? So. Ja, ich habe so lange nichts mehr von dir gehört. Okay, mitgenommen. Da oben war noch nichts mehr. Das hier noch. Dann haben wir nämlich die Seite direkt auch schon mineralientechnisch abgeklappert. Ja, ja. Und ganz wichtig, auf jeden Fall mal wieder was essen. Weil wenn es zum Kampf kommt, dann will ich hier nicht hungrig dastehen. Der hungernde Kampf. So. Mein hungernder Kampf. Nein, was? Oi. Schäm dich. So. Fledermäuse hängen hier auf jeden Fall ein paar rum. Und Gold. Gold. Glitschriges Gold. Ich weiß, das sage ich immer, wenn ich Gold finde, aber... Es ist halt glitschriges Gold. Waren wir hier schon mal? Na egal. Wir sammeln ein bisschen die Mineralien hier aus dem Berg. Whee. So, eingesammelt. Plopp. Auch das Gold nehme ich natürlich mit. Mehr ist es nicht. Das war alles an Gold. Ist ja frech. Komisch. Und natürlich Kohle. Tschack. Plump, 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 plump. Ah, die schöne Minecraft-Musik. Irgendwie das dumpfe Gefühl, gleich kommt was von hinten. Alter. So. Kein Zombie. Alles cool. Alles cool. Alles cool. So. Ach so, ja, wir haben ja den Gang hier so gebaut, ne? Ja, pass auf, dann machen wir mal. Das war jetzt nicht so der Plan. Machen wir mal so ein bisschen dicht. Und können hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Ein bisschen Inventarplatz haben wir noch. Und wenn wir einmal hier unten sind, können wir auch gleich ein paar vernünftige Steine mitnehmen. Außerdem müssen wir ja diese 8 Minuten des Tageszykluses rumkriegen. Nicht, dass wir hier in finsterster Nacht nach draußen wollen. Das wäre ein bisschen doof. Schaffe ich zwar, glaube ich, trotzdem, wenn ich mir das so überlege. Ja, weil ich das, weil ich überhaupt keinen Überblick habe. Aber ich weiß halt darüber Bescheid. Das ist doch auch schon mal was, oder? Doch. Also, kann man doch mal. Ach, Kies. Ja.
So. Den super Kies-Trick. Hehehe. Ja. So viel dazu. Oh, wie viel kommt denn da noch an Kies? So. Ach, hier geht's. Hier, ab hier kann man wieder vernünftig arbeiten. Alles klar. Hahaha. Denkste. Denkste. Verarscht, Boy. Verarscht. Blöder Kies. So. Da kommt aber dann auch kein Dings raus, ne? Flint. Ja. Kein Flint kommt dabei raus, wenn man das so macht. Da kommt einfach bloß Kies. Hätte ich vielleicht vorher unten die Fackel setzen sollen, ne? Hätte ich jetzt weniger Arbeit. Egal. So, dann machen wir das nämlich hier auch. Da und da. Ah, komm, machen wir es mal hier komplett. Einfach um zu gucken, was passiert. Ja. Braucht man gar nicht so viel. Kannst du mal sehen. So, dann können wir nämlich die Fackeln hier wieder mitnehmen. Die müssen ja hier nicht umsonst rumstehen. Kann man ja so wieder ausleuchten. Ja, man muss es ja nicht übertreiben mit dem Ausleuchten. So, wie sieht es denn da aus? Scheint Nacht zu sein. Okay. Das bedeutet, wir gehen noch ein bisschen weiter. Unseren überhaupt nicht sinnlosen Gang hier hinunter. Vor allem die Steine hier, die kann man ja auch noch verarbeiten, ne? Hat man ja, hat man das schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht sinnvoll. Oder? Haben wir die schon mal irgendwo sinnvoll verwendet, die Steine? Ist schwierig, die Steine vernünftig zu verwenden. Das muss man noch dazu sagen. Hallo, Fackel? Dankeschön. Ich will bloß eine Fackel platzieren hier. Oder? Du fluppt das immer an dem Fackelding vorbei. Hier so immer flupp, 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 Fackel. Okay. Ihr wisst, was ich meine. So. Inventarmäßig. Oh, Eisen. Hallo. Ja, ich weiß, wir haben einen Diamant. Warum suchen wir hier Eisen? Ganz einfach, weil unsere Eisenvorräte dann auch irgendwann mal schwinden. Und wir brauchen ja noch Eisen für andere Dinge, wie zum Beispiel ein Amboss, um unsere Diamantvorräte oder beziehungsweise um unsere Werkzeuge aus Diamant wieder vernünftig herzurichten. Das sind alles solche kleinen Sachen. Ne? Muss man alles beachten. Jedes kleine bisschen ist da wichtig. Die ganze Kacke ist wichtig. Also mitnehmen. Ih, Kacke in der Hand. Pfui. Ah, da wieder Fäkalhumor. Das Thema ist voll der Scheiß. Naja. Was man halt so macht. Wie sieht's denn aus? Ist jetzt eigentlich schon wieder hell geworden? Nee. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, so weit reicht Minecraft nicht. Die Sichtweite von Minecraft ist nicht bei 1000 Blöcken. Moi. Was für einen schwachen Rechner hast du? Ja, der Rechner, der ist gar nicht mal so kacke. Der ist auch gar nicht mal so gut. Also es ist jetzt nicht das High-End-Gerät, weil man dann auch gucken muss, wo man bleibt. Ne? Also klar kann man sich einen Rechner für 50.000 Euro holen, aber dann hast du halt einen Rechner für 50.000 Euro und innerhalb der nächsten 2 Jahre ist er halt nur noch 5.000 wert. Ne? Also gerade die Technik hat ja einen sehr schnellen Werteverlust. Und warum muss ich mir dann immer das Neueste und das Geilste holen, wenn ich auch was von vor einem halben Jahr holen kann und dafür einfach mal 50% oder nicht mal 50% oder 50 Mal, so das sagt es eigentlich besser aus, so wie sich die Technik heutzutage entwickelt, 50 Mal weniger bezahlen muss und trotzdem noch eine annehmbare oder sogar überdurchschnittliche Leistung dann daraus kriege. Ja. Aber so funktioniert die Wirtschaft ja nicht. Es muss ja immer das Neueste und das Beste sein. Ne? Die Kaufkraft des Konsumenten muss gewahrt werden, weil sonst bricht das ganze System zusammen. Also daher immer alle kaufen. Ja, das nächste Mal, wenn ihr kein Geld habt und irgendwie was haben wollt, dann sagt dann der Kasse einfach, die Kaufkraft des Konsumenten muss halt gewahrt werden und jetzt geben sie mir den Scheiß. Nein, tut das nicht. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Von daher muss halt gucken, wie man in der Welt klarkommt. So, oh, Inventar ist voll. Er ist ja herrlich. Was wir da mal machen, stellen uns mal ein paar Sticks her. Hihi, Sticks. So. Dann ist eine Stückchen Kohle, das können wir eigentlich auch weglassen. So, gut. Es dürfte gerade wieder hell werden. Ja, es sieht, na, wir sammeln mal noch ein paar Steine. Ein bisschen geht noch.
Haben wir nämlich auch auf jeden Fall genug erstmal fürs Arbeiten. Brauchen wir hier nicht so schnell wieder in die Mine runter. Meine, wir sind. Frag mich, wo wir jetzt hier rauskommen. Wir haben uns doch schon jetzt unter dem Dschungel durchgebuddelt. Wir sind ja jetzt bestimmt schon wieder in dem Waldbiom, was da neben dem Dschungel war, oder? Oh, hallo, eine Höhle. Hallo? Warum ist es hier so hell? Weil da Lava ist. Ja, natürlich. Oh, da ist noch Eisen. Na ja, gut, aber egal, drauf geschissen. So, Hauptsache, wir finden uns wieder zurück. Obwohl Gold. Ja, Gold können wir schon mal mitnehmen, ne? Das wäre schon eine Maßnahme. Ah, komm, hier, ein bisschen Gold eingesteckt. Ein bisschen mehr Gold, auch okay. Höp, höp, höp. Höp, höp, höp. Gut. Der Teil auch erledigt. Dann begeben wir uns mal zurück. Der Gang ist ja gar nicht so lang. Ja, wir hüpfen auch extra, damit es schneller geht, damit unser Hunger schneller leer wird, damit wir 3 Stunden wieder Wassermelonen essen dürfen. Ja, das ist ein guter Plan, Herr Doktor. Düppedü, düppedü, düppedü. Sieht lustig aus, wie das Ende von dem Gang wie so ein Schwanz hin und her wobbelt. Wenn man sich das so anguckt. Von der Perspektive. Voll geil. Recht hypnotisierend. Okay. So. Jetzt haben wir. Können wir nicht mehr sprinten, weil wir zu viel Hunger haben. Guck mal, wie viel Wassermelone wir essen müssen, damit wir hier ein bisschen satt werden. Okay. Ja, ich weiß, dass ihr da seid. Tschüss. So. Desinfektionsdusche. Hui, blub. Und weiter. Und es ist Tag. Perfekt. Perfekt. Hier können wir eigentlich auch mal Treppen hinbauen, damit wir hier nicht die ganze Zeit hochhüpfen müssen. Ah, wäre aber zu einfach, ganz ehrlich. Wer macht sowas schon? Kommt bestimmt gleich ein Creeper irgendwann. Nee, kein Creeper. Gut. Gut. Dann ist ja alles okay. Aber unsere Sachen sind ja wieder gewachsen. Plopp, plopp, plopp. Ach ja, wir haben ja ein volles Inventar. Immer dasselbe Problem. Ach, Menno. Ich dachte gerade, das ist die Katze. So, die Steine schmeißen wir mal alle hier in die Steinkiste. Moment, den Eimer, den will ich hier behalten. Warum schmeiße ich den weg? Ich weiß es nicht. So, Kies und 45. Oh, das ist doch ein bisschen was. Ein bisschen Kohle, da. Wow. Na egal. So. Wir wollen ja jetzt hier noch die Kürbisse einsammeln. Plopp, Dankeschön. Plopp, Dankeschön. Oh, Möhren sind auch wieder fertig. Möhren und Kartoffeln. Das ist ja sehr schön. Oder? Sind die ja fertig? Ich glaube, die sind fertig. Ich hoffe, die sind fertig. So. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, die sind fertig. Alles klar. Da kommen mehrere Kartoffeln raus. Das bedeutet, die sind gut. So. Der hier ist noch gut. Der ist gut. Der ist gut. 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 Nicht gut. Bei Möhren. Fertig, fertig, fertig. Fertig, fertig. Fertig, 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 fertig. Fertig, fertig, fertig. Fertig. So. Ja, es baut sich aber auch hier langsam so eine kleine Zivilisation auf, ne? Also die wir uns hier schaffen. Ähnlich wie bei unserer eigentlichen Basis, also bei unserem eigentlichen Homepoint. Ja, Hauptsache alles verenglischen hier. Scheiß Anglizismen, das ist doch alles Bullshit. So, und hier können wir noch ein bisschen Kakao mitnehmen. Oh, Kakao, Kakao. Kakao, Kakao. So, und hier können wir dann dementsprechend auch wieder dran klatschen. Sieht aus wie eine Ampel hier. Boing. So. Und direkt wieder neu gepflanzt. Sehr schön. Haha. Ich habe gerade gedacht, da oben ist ein UFO, oder? Nee, war kein UFO. So. Wir würden uns hier mit unseren Bauwerken und Dingen, die wir hier tun, einfach nur selbst. Das ist alles. So gibt es jetzt hier eine Miezekatze.
Nein, ich sehe keinen Ozelot. Schade. Wäre cool gewesen, wenn jetzt hier also einer rumspringt. Rumgesprungen wäre. Vielleicht haben wir ihn auch verscheucht, weil wir einfach zu hektisch unterwegs waren. Ich weiß es nicht. Jo. Dann gibt's hier erstmal Futter. Muss ja alles reingeschmissen werden, das Futter. So, Kürbisse und das ist wieder was anderes. Aber das können wir gleich mal braten. Was ist los? Katze. Oh, hier gibt es noch Eisen. Sehr gut. Zack und zack. Wird's gebraten. Was ist los, Katze? Folge? Nee, die Folge ist noch nicht vorbei. So, der Teil erledigt. Ich werde aber jetzt mir doch nochmal ein paar Eier nehmen. Ach, so viele Kürbisse haben wir gar nicht. Ah, ist ja doof. So, 13 dann nur. 13 Kürbisse. Und 2. 11. Ah, das war einer zu viel. Verflixt. Egal. Machen wir es so. Ha, Problem gelöst. So, 13, 13, 13. Das passt. Können wir sogar im ja. Ich vergesse mal, dass man das auch im Inventar hier zusammenpappen kann. Ja, einfach durch die Kraft der Reibung, wenn man so die Hände aneinander reibt, ja, entsteht genug Wärme, dass wir uns einen Kürbiskuchen backen können. Genial, ne? Ha! Tja, wie das funktioniert, guckt selbst die Katze. Tschüss. So. Teil erledigt. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch ein bisschen Stein ran. Oh, Stein haben wir ja gar nicht mehr so viel. Ja, doch, wir haben noch genug Steine. Das ist ja das Schöne. Wir haben einfach genug Steine. So. Zack. Nein. So, so, so und so. Zack. Alles herangeholt. Können wir jetzt nämlich auch ein bisschen davon wieder wegtun. Machen wir es nämlich so und hier und da. Perfekt. Können wir die auch übereinander stapeln und dann können wir eigentlich die hier hinten hinlegen. So, dann hat das alles ein bisschen Ordnung sogar. Ja, doch, ein bisschen. Im Ansatz zumindest. So. So, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch machen, ist zu gucken, dass wir hier den Rest noch ein bisschen ausbauen. Wo es hier noch ein bisschen dreckig aussieht. Das muss ja nicht sein, ne? So, dann kommt ja eigentlich hier das noch weg. Und das muss ja dann auch alles weg. Natürlich fehlt jetzt wieder die Fackel, ne? Jetzt gedacht. So. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das hier zustande kommen muss. So. Müssen hier nicht auch noch Treppen hin? Ich weiß es gar nicht. Wie waren das? Ich muss erstmal die Werkbank wieder aufsuchen, dass wir uns erstmal Treppen herstellen können. Hui! Kein Ozelot. Schade. Zombiefleisch? Was macht das denn hier? So, nehmen wir mal die Hälfte. Bauen daraus Treppen. Hoppala. So. Ich denke, das reicht. Erst einmal zumindest. So. Die Folge hat auch noch ein bisschen Zeit, also passt es immer. Alles noch im Limit. Alles noch cool. Wollen wir jetzt hier schon Treppen hinbauen? Geht das? Ja, ne? Doch, das geht. Sehr schön. Da sind wir ja schon oben. Theoretisch. So zumindest die Theorie. Passt. Haben wir also auch nicht zu viele Treppen gebaut. Das passt ja alles perfekt. Perfekt. So. Halt, hier ist aber noch einer, der ist hier falsch. So. So, jetzt sieht das alles schön aus. Ach, toll. Und hier machen wir nämlich auch einfach Treppen hin. Und hier hinten kommt Dreck hin, würde ich einfach sagen. Ein bisschen Dreck verteilen. So. Hier muss auf jeden Fall auch noch eine Fackel hin, weil sonst wird es dunkel. Und ich merke gerade, es ist halt dunkel. Das bedeutet, wir legen uns jetzt mal eine Runde pennen. Und dann würde ich auch schon sagen, war es das schon wieder für diese Folge. Mensch, die Zeit verfliegt ja bei Minecraft, weil wir Spaß haben. Auf jeden Fall können wir dann in der nächsten Folge direkt anfangen bei einem neuen Tag. Hui, ein neuer Tag, ein neues Glück.
Und bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn es wieder heißt Minecraft, dann bauen wir vielleicht wieder an den Baumhaus weiter. Gucken vielleicht, dass wir die antiken Schriften finden für die Teleporter-Technologie, die uns wieder nach Hause bringen soll und wieder zurück hierher, so nach dem Motto. Und bis dahin esse ich erstmal noch eine Wassermelone. Wassermelone. Und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao.